Capcom. Havoc. Simpligon. Nvidia. The way it's meant to be played. Resident Evil Engine. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 7. Und ich bin heute nicht allein. Neben mir sitzt der liebe Max, aka Chiller DR. Twitch-Channel ist unten in der Beschreibung verlinkt. Hallo. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, bitteschön. Hi Max. Hallo. Hi. So, Resident Evil 7. Gerade eben haben wir noch einen ganz kurzen Test gefahren in Sachen Grafikeinstellungen etc. Und da war das Hauptmenü irgendwie ganz anders als gerade. Nun gut, ich würde sagen, wir starten direkt durch Resident Evil 7, ein Horror-AAA-Titel. Nach meinem Geschmack, ich bin sehr gespannt. Ich habe den Teaser schon mehrfach gespielt und ich freue mich derbe auf das Game. Das wird mega geil. Okay, ich würde sagen, Spielstart. Nicht Spielstart, erst ein Spiel. Neues Spiel, okay. Einfach normal oder Irrenhaus. Das ist auch ganz geil. So, einfach. Hier, für Spiele, die ein leichteres Spiel bevorzugen. Nee, natürlich nicht. Normal, eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnis. Das hört sich nicht schlecht an. Und Irrenhaus, seien Sie gewarnt. Ich bin für normal. Ich glaube, ich bin auch für normal. Sehr gut, okay. Dann starten wir durch. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Okay. What? Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay, wir können uns umsehen. Und ich muss schon sagen, die Engine, die extra für dieses Spiel programmiert wurde, sieht schon verdammt geil aus. So, wenn wir noch in der Filmsequenz wären. Allerdings. Okay, also. Hier sollte es sein.
Wie sollte es sein? Wir spielen tatsächlich ein Resident Evil. Ich meine, das ist das erste Resident Evil Game, das mir bekannt ist, dass wir in First Person spielen. Alle anderen Teile waren ja entweder mit dem Fixed Camera Angle oder in Third Person. Okay, wir können gehen. Alter, sieht schon geil aus. Und es ist noch hell. Ja, noch. Ein paar Fliegen. Wow, Spielhinweise ansehen. Mia finden. Legende, ihre Position. Wow. Okay, gut. Du kannst die Karte anschauen. Alles klar. Bis jetzt nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass wir hier sowieso nicht gleich reinkommen, deswegen probieren wir es einfach mal aus. War ja klar. Verdammt. Ich habe nichts anderes erwartet, als ob wir hier direkt durchkommen würden, klar. Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als der Weg hier. Kannst du auch sprinten? Ja. Wow. Ja. So viel zum Thema Tutorial. Wer braucht das schon? So, was haben wir denn hier? Alles klar. Ein paar Kühlboxen. Noch ein paar. Ach, da die Tür kannst du aufmachen. Ach, tatsächlich. Richtig. Danke für den Hinweis. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier so? Sewer Gators, Episode 17, Projektvorschlag. In einem Geisterhaus von Louisiana schleichen. Schließ dich uns an. Join us. Okay, kann man das auch aufmachen? Wohl nicht. Okay, hier war nichts mehr. Dann nimm ihre Gabe an. Accept her gift. Noch bin ich mutig, das sei mal angemerkt. Noch bin ich mutig. Und voller Zuversicht. Überall Nein, fliegen. Die Fliegen schauen so gut aus. Ja. Aber es wird sich bestimmt bald legen. Oh, hallo. Das ist doch. Wer die Demo kennt, eine bekannte Gestalt. Ich glaube, ich will ihm gar nicht hinterher, aber uns bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig. Schau mal auf die Karte, ob du da langlaufen kannst. Oh, Moment. Gibt da irgendwas? Nö. Wir müssen wohl hier hinter. Wir haben schon sehr viel erkundet. Krass. Oh, das Tor ist zu. Schön. Okay. Schnauze, Rabe. Alter. Sehr kreativ. Was platscht hier so? Will ich das rausfinden? Der erste Jumpscare. Der war doch so billig! Oh mein Gott! Was? Ich kann nicht erkennen, was das sein soll. Vielleicht ein Reh? Nee. Das, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Okay, gut. Ja, uns bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ein Hinweis für Ducken wäre ganz nett gewesen, liebes Tut. Nee, jetzt kannst du aufstehen. Aufstehen, na, vielen Dank.
Okay, es hilft ja wohl nichts. Ich glaube, wir müssen hier runter. Plopp. Ab ins Verderben. Eine Tasche. Näher untersuchen. Führerschein. Texas. Ey, ich wollte. Hast du den genommen? Hab ich den genommen? Ja, ich hab den genommen. Ich habe sogar die E-Mail von Mia dabei. Oho. Da schauen wir noch mal rein. Von Mia Winters, gesendet Dienstag, 18. Juli 17. Wow, das spielt sogar in diesem Jahr. Krass. 23:04 an Ethan Winters. Dalvey, Louisiana, Baker Farm. Komm und hol mich. Das ist die E-Mail, die wir gekriegt haben. Und der Hinweis, dass Mia will, dass wir sie abholen. Auch wenn ich nicht so wirklich überzeugt davon bin, dass Mia noch lebt. Beziehungsweise noch so aussieht wie früher. Ich habe irgendwie so ein dumpfes Gefühl. So, was haben wir denn hier so? Einen ziemlich dreckigen und zerzausten Führerschein. Mit Texas. Könnte das? Ist das mir? Sieht sogar drauf als Beschreibung gerade mit einer schwarzen Substanz. Das habe ich gar nicht gelesen, aber es könnte mir sein auf dem Foto. Es könnte ihr Führerschein sein. Ja. Genau, mir ist. Ah ja, klar. Mias Führerschein, hey! Er ist in einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Gut, dass das geklärt wird. Ein Ausdruck von einer E-Mail von ihrer Frau, Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Alles klar. Ja, das schon. Gut. Also, Mias Führerschein. Das ist ja sehr beruhigend, dass der hier so irgendwo rumliegt. Kann man es ein bisschen ausruhen? Kannst dich da draufsetzen. Oh. Das geht ja wirklich. Hui. Oh, eine Chance. Hui. Oh Gott. Ich. Gibt bestimmt irgendein Achievement davon. Natürlich. Und ich glaube, wir kennen dieses Haus schon. Zumindest diejenigen, die die Demo gespielt haben. Wow, es ist sehr dunkel. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Hier vielleicht ein bisschen Wasser zum Rumsprühen in der Sprühflasche für, keine Ahnung. Oder hier hinten. Ich will mich natürlich übrigens an jeder Location sehr genau umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwelche Sammelgegenstände oder sonstiges vergessen. Das will ich natürlich nicht. Wir werden es natürlich tun, ich meine. Zu 100% werden wir irgendwas vergessen. Aber wir können wenigstens versuchen, dass wir alles kriegen. Ja, und ich würde sagen, wir betreten mal das Haus der Bakers. So vermute ich. Gott, ist der Booster. Ah. Hallo? Ja, klar. Ja, das Haus kommt mir bekannt vor. Sagen wir es mal so. Tür öffnen. Ja, das Haus kommt mir sehr bekannt vor. Was? Das F gedrückt. Ja, ich wollte die Kette abmachen. Und mit was sollen wir die Kette jetzt abmachen? Mit dem Führerschein? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Echt? Vielleicht mit der E-Mail. Ah, das klappt auch nicht. Mensch. Wer hätte das gedacht? Ordnung muss sein. So. Kakerlaken. Was haben wir denn hier in diesem netten Topf hier drin? Ah, lecker. Oh, Mist. Mist. Ich will hier nicht sein. Alter, ich habe auch keinen Schlüssel. Mann, lass mich in Ruhe. Wir machen gleich das Menü auf, oder? Was haben wir denn hier? Ein Bild. Von... Kann ich nicht erkennen, was da drauf sein soll. Irgendeine Gestalt rechts unten? Und das war's dann aber auch schon.